Boah, jetzt ist richtig eng jetzt erstmal. Krass. Ja, keine Ahnung, kann sein, vielleicht ist das Mikrofon zu gut. Mag sein. Ich glaube, die haben ja mit so einer Actioncam gefilmt, mit eingebautem Mikrofon. Der Sound ist jetzt nicht schlecht, aber der wird nicht so gut sein hier wie bei meinem Teil. Nach Moskau, genau, schöne Grüße an Moskau. Ja, ins Gulag. Gulag? Bravo, Slava Nazi. Oh, da habe ich jetzt was gesagt. Ich darf um eure volle Aufmerksamkeit bitten für eine unglaublich kluge Frau, eine klare Frau. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Gabriele Gysi nimmt uns mit in ihre Gedanken zur Zeit. Jetzt bist du dran. Ja, und ich freue mich, also ich meine, ich bewundere euch schon für alles, dafür, dass ihr durchhaltet, dass ihr lauft, dass ihr nicht aufhört. Und außerdem wollte ich auch euch um etwas bitten, und zwar mir wirklich zuzuhören. Ich habe versucht, mich so, ja, so gut wie möglich auszudrücken. Aber die Zeiten sind nicht einfach und kompliziert, und auch mir gelingt es nicht, alles in einem Satz darzustellen. Ich möchte gerne anfangen. Danke. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Dieser Satz von Lord Ponsonby, gesprochen nach dem Ersten Weltkrieg, wurde berühmt. Er schrieb auch als Erkenntnishilfe für uns die 10 Gebote der Kriegspropaganda. Erstes, wir wollen den Krieg nicht. Ja, das hören wir jeden Tag und liefern Waffen. Zweitens, das gegnerische Lager trägt die Verantwortung. Ja, aber die ukrainische Armee griff ab 2014 die Ostukraine mit Panzern an, zerstörte Leben und Land der eigenen Bevölkerung. Der Führer des Gegners ist ein Teufel. Ja, er reitet halbnackt auf Pferden, will keine erschossenen Russen in der Ostukraine und er will keine NATO-Abschussrampen an den Grenzen Russlands. Viertens, wir kämpfen für eine gute Sache. Ja, indem wir aus einer Militäroperation einen Krieg machen, die schlimmste Form der Zerstörung von Mensch und Natur. Wir liefern die Waffen, die Ukraine liefert die Leichen, sagte der mexikanische Präsident López Obrador. Fünftens, der Gegner kämpft mit unerlaubten Waffen. Ja, er beschießt sich selbst im Atomkraftwerk und sprengt seine eigene Pipeline auf dem von der NATO überwachten Meeresboden der Ostsee. Sechstens, der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, wir nur versehentlich. Ja, aber die NATO-Menschenrechtsbeauftragte der Ukraine musste wegen Lügen entlassen werden. Siebtens, unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Ja, das wissen die Herren und Damen unserer Medienanstalten durch investigative Recherche vor Ort ganz genau. Sie wissen, dass die russische Armee Chips aus Kühlschränken ausbaut, damit ihre Waffensysteme noch funktionieren. Achtens, Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Ja,
Wir hören nur die, die unsere Ansicht vertreten. Der Rest wird gelöscht. Neuntens, unsere Mission ist heilig. Ja, wir sind die Guten. Wir vertreten Demokratie und Meinungsfreiheit. Denn wir haben alle dieselbe Meinung. Der Rest ist russische Desinformation. Zehntens, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Ja, denn die Zweifler sind Staatsfeinde. Wir können Reuters und anderen westlichen Medien ein großes Lob für die Befolgung der Gebote der Kriegspropaganda ausstellen. Aber wir können auch sehen. Wir können sehen, dass dieser Krieg nicht am 24. Februar 2022 beginnt. Die Diffamierung der russischen Führung ist seit langer Zeit in ständiger Wiederholung zu hören. Zum Beispiel Joe Biden, Putin ist ein Mörder. Was hatte die amerikanische Politik vor? Was bedeuten die Beschuldigungen von Massenvergewaltigungen der jetzt wegen nachgewiesener Lügen ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments Frau Denisova anderes als genaues Befolgen der Regeln der Kriegspropaganda? Warum sollen wir Russland und Russen hassen? Weil sie uns Gas liefern, uns helfen, eine attraktive deutsche Wirtschaft zu entwickeln? Warum sollen wir China für seine enorme Entwicklung verachten? Weil sie mit der Seidenstraße viele Möglichkeiten der Kooperation für den Handel bereitstellen? China baute in Libyen einen Hafen. Die NATO zerbombte ihn. Ist das unsere Vorstellung von Menschenrechten und Klimaschutz? Naht der nächste Feind mit teuflischen Führern? Warum dürfen US-Regierungen, die sich selbst weltweit agierende Ordnungsmacht verstehen, anderen Ländern ihren eigenen Anspruch vorwerfen? Ist der Feind die eigene Frage als Gestalt? Ja, ich zweifle unsere Berichterstattung an. Bin ich, sind wir Verräter? Was soll denn verraten werden? Jeder kann sehen, dass Irrationalität und Angst uns regieren sollen. Welche Angst sollen wir heute fühlen? So kommen Sie zur Ruhe? Ja? Welche Angst wollen Sie fühlen? Jeder kann sehen, dass Irrationalität und Angst uns regieren sollen. Gestern Viren, heute der Überfall der Russen auf eine friedliche westliche Welt. Und morgen die Zerstörung der ganzen Menschheit, Klimakatastrophe, Atomkrieg. Was soll das? Russland hat sich seit 1989 mit seiner Armee zurückgezogen. Warum ist die amerikanische Armee noch hier? Die Angst vor dem Atomkrieg schwebt seit dem Abwurf der amerikanischen Bomben auf Hiroshima und Nagasaki 1945 über der Menschheit. Warum haben die USA die Erstschlagdoktrin jetzt geändert, den präventiven Atomschlag als mögliche Drohung in den Raum gestellt? Fahren Sie nach Europa, solange es noch steht, war eine US-amerikanische Werbung aus der Touristikbranche der 80er Jahre und ein Song von Gaia Sturzflug. Können wir ihn heute wieder singen? Herr Steinmeier täuscht sich. Nicht die Ostdeutschen müssen lernen, Russland als Gegner zu betrachten. Er muss lernen, mit Russland und der russischen Regierung zusammenzuarbeiten. Wir müssen lernen, der ukrainischen Regierung zu erklären, dass die faschistischen Träume von Herrn Stefan Bandera und seinem Mitstreiter Herrn Melnyk nicht wahr werden dürfen. Das wäre historisch begründet eine Aufgabe der deutschen Regierung. Denn dieser Krieg nach Ansage, erstens, ausgelöst durch Vertragsbrüche des Westens, zum Beispiel keine NATO-Osterweiterung. Zweitens, durch einen brutalen Bürgerkrieg gegen die ostukrainische Bevölkerung hat bereits
den ukrainischen Vielvölkerstaat zerstört. Dieser Bürgerkrieg hat Russland die Verantwortung für die russische Bevölkerung der Ukraine aufgezwungen und damit Russland in diesen Krieg genötigt. Die russische Aggression erfolgt nach langen Versuchen einer friedlichen Lösung der ukrainischen Probleme. Der ukrainische Präsident, Herr Selenskyj, als weißer Ritter Hollywoods, hat nach seiner Wahl entgegen seiner Ankündigung den Bürgerkrieg nicht beendet, sondern brutal fortführen lassen. Die Ukraine war keine friedlich verbundene Nation. 14.000 Tote in der Ostukraine bis zum Februar 2022 sprechen eine andere Sprache. Am 16. Februar wurden die Artilleriebeschüsse durch die ukrainische Armee von täglich 40 Abschüssen auf 1.400 täglich erhöht. Der Krieg hatte begonnen. Doch die Voraussetzung der Ereignisse des 24. Februars und aller folgenden Entscheidungen beginnen spätestens mit der Inszenierung des Maidan-Putsches unter amerikanischer Finanzierung und Führung. Frau Nuland bezifferte die Investition auf 5 Milliarden Dollar. Das wollen wir nicht vergessen. Denn es darf keinen dritten Russlandfeldzug unter Führung der NATO mit deutscher Beteiligung geben. Haben zwei Weltkriege nicht gereicht? Es ist das Vorrecht der Jugend, sich nicht erinnern zu müssen und mit sich selbst beschäftigt zu sein. Aber heute ist die Frage der in der Jugend so wichtigen Erfahrung der persönlich gelebten Sexualität keine Frage des menschlichen Überlebens. Diese Frage aber steht im Raum, und zwar hier und jetzt, heute. Wo sind die Versprechungen einer friedlichen Welt geblieben? Was ist aus den Hoffnungen der Menschen nach 1989 geworden? Warum wurde der Traum einer europäischen Republik nicht ernst genommen? Von welchem Völkerrecht wird geredet, wenn die USA längst eine regelbasierte Ordnung nach ihrer Vorstellung propagieren und versuchen, mit allen Mitteln, wirklich allen, ihre Ordnung weltweit durchzusetzen? Für wen gelten welche Regeln? Demokratie als Auftrag der zur Zerstörung? Afghanistan, Libyen, Syrien, Jemen und so weiter. Alles versehentlicher Kollateralschaden im Kampf um Demokratie und Menschenrechte? Nach Ansicht von Frau Albright, einer ehemals US-amerikanischen Außenministerin, sind 500.000 tote irakische Kinder die Sache wert. Wurde die Welt mit 28 verschiedenen amerikanischen Kriegen und Regime-Change-Operationen nach 1945 gerechter gestaltet? Das Völkerrecht kann kein beliebig interpretierbares und durch die westliche Propagandamaschine durchsetzbares Spielzeug sein. Klaus Schwab, der Gründer des World Economic Forums, hält diesen russischen Krieg für ganz unakzeptabel. Das stimmt. Jeder Krieg ist unakzeptabel. Aber die Frage ist, welche Kriege hält Herr Klaus Schwab für akzeptabel? Warum fordert das World Economic Forum keine Verhandlungen? Stattdessen werden Waffenlieferungen legitimiert. Welche Lebensvorstellungen begründen diese Bewertungen durch das World Economic Forum? Was bedeutet der Great Reset von Klaus Schwab gepredigt, mit Hilfe der Beziehungen und Netzwerke des World Economic Forums durchgesetzt, tatsächlich? Transhumanismus, die Verbindung von Mensch und Maschine, die totale digitale Kontrolle, der Sieg über die Natur. Lesen Sie die Bücher von Herrn Schwab. Das ist keine Verschwörung. Ganz offen wird eine Weltregierung gefordert, jenseits aller gewachsenen Unterschiede. Diese Forderung ist ein Krieg gegen jegliche menschliche Zivilisation als etwas, das entstanden ist
eine eigene Dimension der Zwischenmenschlichkeit besitzt, jenseits des Diktats der Macht. Denn jetzt wird gelenkt, geleitet, durchgesetzt. Aktivisten welcher Art auch immer auf die Bühne der Öffentlichkeit. Experten wissen Bescheid, Politik setzt durch, Politiker als Zinnsoldaten einer angekündigten Weltregierung sind ihren Wählern nicht mehr verpflichtet? Soll diese im Grid Reset angekündigte Botschaft Wirklichkeit werden? Ist dieser offen, verborgen geführte Krieg auch eine Ursache des tragischen Schicksals der Ukraine? Soll Russland bestraft werden, weil es sich diesem Einfluss entzieht und seine eigene Geschichte behauptet? Müssen wir wieder mit Schiller sagen, Sir, gebt uns Gedankenfreiheit. Nein, das darf nicht sein. Lasst uns mit Bertha von Suttner rufen, die Waffen nieder. Danke, danke. Und als Anmerken wollte ich als Fußnote und Quellennachweis, könnten Sie lesen im Endspiel Europa von Ulrike Gero und Hauke Ritz. Es ist ein wunderbares Buch. Danke.